Abschluss des 32. Spieltags zwischen Viktoria Köln und dem MSV Duisburg. Thorsten Ziegners Mannen können zeigen, dass das 0:5 gegen den BVB nur ein Ausrutscher war. Die MSV-Fans machen diese Partie zu einem Heimspiel im Sportpark Höhenberg. Viele Fans mitgereist. Der MSV in Schwarz, vierte Minute mit einer klasse Kombination zu Beginn. Mogultay, Hetwa und dann ein absolutes Sahnetor von Marlon Frey. 54 Mal zuvor in der dritten Liga ohne Treffer geblieben. Klasse, wie Mogultay und Julian Hetwa diesen Treffer vorbereiten. Und der MSV hat nach einer 1:0-Führung in dieser Saison noch nie verloren. Knapp eine Viertelstunde nach dem Führungstreffer. Eckstoß, Marlon Frey. Zweite Chance, zweites Tor. Marvin Knoll erstmalig in dieser Saison in der Startelf und trifft zum ersten Mal seit über 6 Jahren in der dritten Liga, damals noch für Jahn Regensburg, nach der Verlängerung von Benjamin Giert. Standards, zuletzt eine Schwäche beim MSV, heute bei seinen Mannen. Nicht gut verteidigt von Olaf Janssens Mannschaft, aber die schüttelt sich nach rund einer halben Stunde. Handle. Adjani klärt den alles andere als gut und da steht Robin Meissner. 11. Saisontreffer für den Top-Torjäger der Kölner. Handles Flanke landet eigentlich im Niemandsland. Adjani schwach geklärt, wunderlich mit Übersicht. Meissner mit Präzision. Auch in den letzten Wochen die Viktoria immer wieder mit guter Moral. Nur 3 Minuten später Luca Marseiler, heute erstmalig in der Startformation. Meissner und dann das 2:2. Sebastian May ins eigene Netz ohne eigenes Verschulden. Marseiler macht das klasse gegen Mogultay, der das 1:0 noch toll einleitete. Guter Reflex zunächst von Müller und dann kommt May einfach nicht mehr weg. Wahnsinnig unterhaltsame Begegnung in der ersten Hälfte. Thorsten Ziegners Mannen aber zum 7. Mal in Folge mit mindestens 2 Gegentoren. Der zweite Durchgang kann dann nicht mehr mithalten, was Unterhaltung betrifft. 60. Minute, Benjamin Giert, das noch eine der besten Gelegenheiten in einem zerfahrenen zweiten Durchgang. Wir springen dann schon in die 82. Minute. Mike wunderlich probiert es aus der Distanz, Müller mit guter Parade. Die Schlussphase völlig offen, alles hatte sich schon ein bisschen auf dieses 2:2 eingestellt. Dann nochmal ein langer Ball von Adjani. Hetwa schneller als Moritz Fritz, der stolpert über ihn. Und Bundesliga-Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck zeigt rot. Fritz völlig ungläubig. Aber die Entscheidung ist vertretbar. Der Kontakt mit dem Arm noch nicht strafbar und dann ist es einfach maximal unglücklich. Fritz hindert jedoch etwa am Weiterlaufen. Die Viktoria in der Schlussphase also nur noch zu 10. Aber die einzig große Chance hat die Viktoria. Risse eingewechselt, hat das 3:2 auf dem Fuß, trifft aber hier die völlig falsche Entscheidung nach Fehler von Mai. Kann vorbeigehen, kann alles machen, nur das nicht. Die Viktoria punktet einmal mehr nach einem Rückstand zum 5. Mal in den letzten 7 Spielen. Ja, Überzeugung, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Für das, was wir tun, davon überzeugt zu sein. Ne? Und da gibt es halt immer wieder Widerstände im Spiel, wie die auch immer sein. Ne? In dem Fall 2 Gegentore oder später dann auch eine rote Karte, aber die Widerstände muss man halt annehmen. Wir waren nie so wirklich auf dem falschen Weg. Wir hätten uns gerne einen besseren Weg gewünscht, um eben ein paar Plätze weiter vorne zu stehen, aber wir haben nie die Ruhe verloren. Wir haben der Mannschaft immer vertraut und heute, das war auf jeden Fall ein guter Anfang für die kommenden Aufgaben. Der MSV zeigt eine gute Antwort auf das 0:5 gegen den BVB. Bleibt zwar zum 6. Mal in Folge sieglos, holt aber 4 Punkte in diesem Zeitraum und entfernt sich ein wenig von den Abstiegsrängen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.